Herzlich willkommen im Kunstmuseum Singen. Sie finden uns in der Bodenseeregion am Fuß des Hohen Dwils inmitten der Innenstadt von Singen. Das Kunstmuseum Singen hat mit 1000 Quadratmeter Ausstellungs- und Besucherfläche verteilt auf zwei Stockwerke einen sehr attraktiven Stand auf der deutschen Seite des Sees. Wir haben zwei Schwerpunkte, zum einen einen kunsthistorischen abgeschlossenen, das sind die Künstler, die auf der Höri gelebt und gearbeitet haben. Diese Höri-Künstler sind nicht freiwillig hier in die Region gekommen, sondern ab 1933, bedingt durch die nationalsozialistische Kulturpolitik, haben sie hier am See Zuflucht gefunden. Wir haben von all diesen Künstlern einen kleinen Werkblock und können so alle diese Künstler zeigen, von den ganz berühmten wie Otto Dix, Max Ackermann oder Erich Heckel bis zu den weniger bekannten, die aber eine Entdeckung wert sind. Ich nenne einfach mal Kurt Georg Becker, Walter Herzger und viele andere mehr. Wir können auch den ganzen Umkreis um diese Künstler herum zeigen, also viele, viele andere Künstler, die hier am Bodensee Zuflucht gefunden haben. Unser zweiter Schwerpunkt, das ist die zeitgenössische Kunst aus der Öregio Bodensee. Das heißt, wir nützen die Chance, dass hier am Bodensee vier Länder aneinanderstoßen: die Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Deutschland. Wir konzentrieren uns auf diese Künstler, die in dieser Region leben und arbeiten oder aus dieser Region kommen, aber von der Qualität her natürlich über dieses regionale Level hinausgehen. Ich lade Sie ganz herzlich ein, nach Singen zu kommen. Wir machen auch ein attraktives Beiprogramm. Sie können mit Kindern kommen, es gibt museumspädagogisches Programm. Wir machen regelmäßig Führungen, Veranstaltungen, Konzerte, Lesungen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei uns unten im Shop oder im Café zu verweilen. Das Kunstmuseum Singen, das ist ein Vollmuseum. Das heißt, anders als ein Ausstellungshaus machen wir nicht nur Ausstellungen, sondern wir sammeln, wir forschen, wir bewahren, vermitteln Kunst. Das bedeutet, dass bei uns die Ausstellungen aus der Sammlung entwickelt werden und umgekehrt aus der Ausstellung auch wieder Kunstwerke in die Sammlung übergehen, sei es durch Ankäufe, sei es durch Schenkungen oder Leihgaben. Dadurch entsteht eine Sammlung, die ein breites Feld abdeckt. Bei uns im Haus kann man rund 100 Jahre Kunstgeschichte am Bodensee rezipieren.